Peter, herzlichen Glückwunsch. Wann hast du zuletzt 4 Tore geschossen? Das weiß ich nicht. Etwa letztes Jahr war nicht, aber vorher 4 Jahre etwa. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Dein Fazit zum Spiel? Ja, das war gut, aber... Hervorragendes Powerplay von euch heute Abend. Habt ihr das speziell im Training nochmal geübt? Ja, wir trainieren Powerplay immer. Alles klar. Vielen Dank und viel Erfolg weiter. Ja, vielen Dank. Bernhard, wie fällt dein Fazit zum Spiel heute aus? Ja gut, wir haben wieder alles gegeben, wie immer, aber dann dumme Strafen genommen. Dann eine Spieldauer und dann eine Verletzung, das reißt uns halt tierisch rein. Wir haben jetzt nicht den größten Kader und dann ist es halt schwierig für uns im Spiel zu bleiben und die Freiburger haben es dann gut gemacht. Das hatte ich jetzt auch gerade angesprochen. Ihr habt wirklich gerade Verletzungspech und wenig Spieler im Kader. Trotzdem viel Gas gegeben. Hat die Kraft am Ende dann auch eine Rolle gespielt oder nicht? Die Kraft nicht, aber wir sind es gewohnt, denke ich. Wir wollen immer 60 Minuten einfach Vollgas gehen, auch mit weniger Leuten, aber es ist halt dann auch von der Kopfsache her, wenn du dann 4-1 hinten bist und wie gesagt, du mit Strafen nimmst, dann zieht es halt einen auch ein bisschen runter. Wie sieht die Perspektive aus? Gibt es Spieler, die zurückkommen werden in Kürze? Ja, der John Tripp kommt vielleicht jetzt Mittwoch oder Freitag, je nachdem, wie es mit dem Fuß geht und Schlenker, da weiß ich nicht, was er genau hat. Leistenprobleme, irgendwas und ja, mal schauen. Jetzt hoffen wir, dass vom Valerie nichts Schlimmeres ist und dass er Mittwoch vielleicht wieder angreifen kann und dann geht's weiter. Alles klar, viel Erfolg und danke für das Interview. Danke, ciao. Ihr habt die Partie heute im 4-Mann-System geleitet. Braucht man da als Schiedsrichter Zeit, um reinzukommen? Fremdelt man da am Anfang oder ist man da sofort drin in dem System? Nein, also man muss schon sich dran gewöhnen. Es sind auch ganz andere Laufwege. Wir haben Glück, dass der Kollege, der Cory Münz, der war mit mir in dem Trainee-Programm und dort sind wir halt auch geschult worden, dass wir das 4-Mann-System dann pfeifen können. Wie stimmt ihr euch untereinander ab auf dem Eis? Es sind feste Laufwege. Und natürlich auch viel Augenkontakt, viel kommunizieren, dass man sieht, wo ist sein Partner, dass man dann vielleicht die andere Seite abdeckt. Aber eigentlich wird es dann im Laufe des Spiels zum Automatismus. Gab es eine knifflige Szene im Spiel oder so gefragt, gab es eine Szene, wo du dir im Nachhinein gesagt hast, oh, da bin ich mir nicht sicher? Oder wie geht man als Schiedsrichter allgemein in solchen Situationen um? Das waren jetzt 3 Fragen auf einmal, aber vielleicht... Also, wenn man anfängt, also am liebsten ist es mir eigentlich, wenn ich eine Strafe, wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich eigentlich die Finger davon, weil dann, wenn ich Zweifel habe, dann ist es keine eindeutige Strafe für mich, dann ist es eine Verdachtsstrafe, deswegen gebe ich dann eigentlich nichts. Heute haben es uns die Mannschaften, finde ich, relativ einfach gemacht. Sie haben super mit uns zusammengearbeitet, es waren 2-3 knifflige Situationen dabei, aber es kam jetzt nichts von den Mannschaften, dass sie groß gemeckert hätten, sondern also ich fand die Kommunikation heute zwischen Trainern und Spielern und Schiedsrichtern war super. Kann man sich eigentlich nur für jedes Spiel so wünschen. Alles klar. Vielen Dank für das Interview. Nichts zu danken. Danke. Okay. Danke.